Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Wir sind bei einer neuen Folge des Podcasts Kriegerin des Lichts und heute habe ich ausnahmsweise mal einen männlichen Gast. Der Ludwig wird uns zu einem ganz spannenden Thema etwas erzählen oder wir werden darüber sprechen, denn ich weiß, dass viele von euch, viele, die mich hören, die diesen Podcast hören, eine Botschaft haben, die in die Welt gehört, die wirklich was in der Welt verändern kann. Und das Video ist dafür einfach ein super cooles Medium. Und dennoch spüre ich immer wieder, wie viel Ängste, Zweifel und irgendwie komische Gedanken mit dem Wort und mit dem Videoaufnehmen verbunden sind. Und darüber werde ich heute mit Ludwig sprechen. Hi, schön, dass du da bist und Hallo. magst du dich einfach mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich heiße Ludwig und bin mit dem Thema Video schon seit Kind auf in Berührung. Also mein Vater ist Fotograf. Und was ich jetzt in den letzten 3, 4 Jahren schwerpunktmäßig gemacht habe, ist wirklich Menschen zu zeigen, wie sie mit ganz einfachen Mitteln Videos machen können, die dann hochwertig sind. Und gerade dieser Begriff Hochwertigkeit hat verschiedene Interpretationen. Ich glaube, wir werden heute so ein bisschen auch lernen, was mein Verständnis von hochwertigem Video ist. Und das Wichtigste ist, in diesem ganzen Prozess das nicht zu verkomplizieren, sondern erstmal ins Machen zu kommen und dann Schritt für Schritt einfach seine Fähigkeiten jetzt bei mir im Thema Video zu verbessern. Aber ich würde sagen, das kann man auf jedem Bereich im Leben erweitern. Sehr, sehr cool. Das, wo ich Kontakt mit dir hatte, wo ich dich gesehen habe, da ging es ja, also das Wort war Kameraspiel. Nun kenne ich das von einigen meiner Kundinnen, dass die Kamera und Spiel mal so gar nicht verbinden. Was meinst du damit und wie komme ich denn dazu, zu spielen vor der Kamera? Ja, also das hat mich halt berührt. Ich habe ein Buch gelesen, Jane McGonigal heißt es, oder das ist die Autorin. Und das Buch heißt Super Better. Englisches Buch gibt es vielleicht jetzt mittlerweile auf Deutsch, ich weiß nicht genau. Und das hat mich ziemlich bewegt, weil sie ist Spieleforscherin. Also Schlagwort Gamification. Und sie hatte einen schweren Unfall und war in tiefster Depression und also hatte eine Gehirnerschütterung und musste quasi sich Stück für Stück da rausarbeiten. Und es war klar, oder es war sehr wahrscheinlich, dass nach einem Jahr das weg ist. Aber dieses Jahr war sehr intensiv. Und dann hat sie angefangen, irgendwann zu checken, okay, was ist denn, wenn ich auf mein Leben die Prinzipien von Spiel anwende? Und hat da extrem gute Ergebnisse gehabt. Und ich fand dieses ganze Buch sehr inspirierend und habe dann, also das einer der größten Sachen, die ich daraus gelernt habe, war, dass wenn wir unsere alltäglichen Aufgaben, die wir herausfordernd finden, allein in unserer Sprache schon umformulieren, dass wir sagen, das ist ein Spiel oder das ist eine Herausforderung, keine Bedrohung und das sind meine Mitspielerinnen und ich male mir jetzt mein Spielbrett und wirklich einfach komplett den ganzen Geist auf dieses Spiel-Mindset umzumünzen, dann ist es zum einen für uns einfacher, den ersten Schritt zu machen und was ich jetzt auch in Ihrem Beispiel spannend fand, ist es einfacher, darüber zu reden mit anderen. Das heißt, gerade die Stellen, wo wir uns schwach, unfähig fühlen, wenn wir das mehr in so einen Spielcharakter packen, dann kann man das quasi so ein bisschen mehr von außen betrachten und sagen, okay, hast du Bock, in meinem Abenteuer nächste Woche dabei zu sein? Wir machen eine Challenge zusammen und ich versuche hier ein Video zu drehen und wir müssen den Drachen besiegen. Also man muss jetzt nicht so magisch und fantastisch sagen, aber ich glaube, es wird klar, was da schon direkt passiert und dann ist es nicht mehr dieser Mindfuck, wo wir uns innerlich einfach kaputt reden, was einfach überhaupt nichts bringt. Ja, das stimmt. Ich spreche bei meinen Kunden auch immer vom Soul Game. Da geht es um das ganze Thema Lebensgeschichte und prägende Ereignisse. Das hat ja auch oft so einen schweren Charakter, so ein okay, da waren die riesen Herausforderungen. Wenn wir es aber als Levelsprünge sehen und als Initiation, dann wird es irgendwie leichter.
Das ist cool. Wie verbindest du das Videomachen, die Arbeit mit der Kamera und diesen Spielgedanken rein praktisch? Also ganz konkret gibt es eine Challenge oder eine 2 Wochen Kamaraspiel, heißt es dann. Und da habe ich dann einfach geguckt, dass es gibt ja oft zum Beispiel so Checklisten, gerade bei Online-Kursen auch, die ich sehr gut finde, wenn man was ausdrucken kann. Jetzt habe ich hier gerade ein Rasenmäher im Hintergrund. Mal gucken, das filtert Zoom wahrscheinlich ganz okay raus. Genau, und dann habe ich halt geguckt, okay, eine Checkliste finde ich richtig gut, die man ausdrucken kann und sich hinhängen kann, weil das was Physisches ist. Dann bekommt sozusagen diese Online, das gemeinsame Online-Herausforderung bekommt einen Fahrplan. Das finde ich immer gut. Und dann habe ich einfach daraus ein Spielbrett gebaut. Also, dass quasi die Kästchen nicht einfach Checklisten sind, sondern das sind Spielfelder. Und es gibt eine Figur, die wandert quasi über ein paar Tage über diese verschiedenen Felder. Und es gibt auch verschiedene Symbole von Halbzeit und der Anfang und das Ende und ein Geschenk und also das ist ein Teil, dass es quasi ein Spielbrett gibt und das heißt auch Spielbrett und dass in diesem Kamaraspiel alle, die dort mitmachen, die spielen in Teams. Also ist es quasi auch, also nicht nur die Sprache ist eine Spielsprache, sondern auch die Figuren. Also dein Team hat wirklich diese Mensch, ärgere dich nicht, Figuren, und da gibt es verschiedene Farben. Das heißt, sobald du in die Welt eintauchst, wirst du einfach nur noch, du bist in dem Spiel. Und ich schreibe dann auch, meine E-Mails sind, okay, heute kommt Spielkarte Nummer 1 oder ich weiß, heute ist ein großer Bösewicht am Start, große Herausforderung, jetzt musst du deine Superkräfte ziehen. Es gibt, ja, ne, also so in die Richtung. Und das einfach verknüpft mit jeden Tag etwas auszuprobieren. Und da wirklich immer wieder darauf hinzuweisen, probiert es aus, weil ich bin selber Perfektionist und ich habe auch einfach Schiss, Fehler zu machen. Und es ist auch nicht vorbei, das ist immer wieder der gleiche, oder es ist nicht der gleiche Tanz, aber es ist immer wieder, kommt es wieder. Und dann zu sagen, nicht in dieser Starre zu bleiben, zum einen zu sagen, ich muss jetzt so gut sein, wie du jetzt zum Beispiel, also ich kann mir vorstellen, dass einige, die dir folgen und zuhören, sagen, boah, wenn ich jetzt einen Podcast starte, der muss die Qualität haben, was völliger Irrsinn ist, so, erstmal einfach anzufangen und zu merken, was für Herausforderungen das sind und sich Stück für Stück dahin zu arbeiten. Und genau, dann, also einmal die Sprache, das habe ich ja gerade beschrieben, und dann eben das Tun und das Tun so zu framen, dass wir oder dass ich motiviere, jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen, der auch schon zu einem Ergebnis führt, nämlich zu dem nächsten Kästchen und wirklich auch ein Video aufgenommen zu haben. Also da ist wirklich Erfolg. Und dann aber die Erwartungshaltung an die richtige Stelle zu schrauben, nämlich erstmal zu feiern, dass man zum Beispiel sein erstes Video auf YouTube hochgeladen hat oder dass man es hinbekommen hat, sein Handy so einzustellen, dass es aufnimmt und dass man was hören kann. Und dann nicht zu sagen, okay, jetzt muss auch gleich das Licht perfekt sein, der Ton perfekt sein, die Bildqualität perfekt sein, mein Inhalt perfekt sein, mein Aussehen perfekt sein, was für ein Scheiß. Sondern einfach zu sagen, geil, heute habe ich das Video erstmal fucking auf YouTube hochgekriegt. Geil. So, und dann am nächsten Tag gucken wir, okay, jetzt kommt die nächste Spielkarte, okay, dann guck doch jetzt mal, wie ist denn dein Ton? Kann man da was machen? Wie wäre es denn, wenn du mal ein anderes Mikrofon ausprobierst? So, und das ist der eine Aspekt, und dann würde ich sagen, der nächste Aspekt oder mit, na nicht der nächste, das ist jetzt, die Reihenfolge ist vielleicht nicht ganz richtig, aber das ist alles gemeinsam passiert. Man spielt ja nie alleine oder es, ja doch, es gibt ein paar Spiele, die spielen Es man gibt alleine, ein aber die Spiele oder das, was man damit erstmal assoziiert, ist ja, dass man gemeinsam an einem Tisch sitzt oder gemeinsam am Computer spielt. Und dieses Gemeinsame, das ist mit eine wichtige Komponente, dass wir zusammen lernen, Videos zu machen. Und eben auch bei den anderen sehen, was die so machen. Und da ist ja dieses, ich weiß nicht, nee, absurd ist das Phänomen nicht, das ist ein normales Phänomen. Ich bin ein viel stärkerer Kritiker mit mir selber als mit anderen. Das heißt, wenn eine andere Person jetzt in meinem Team schreibt, boah, ich bin so unsicher und oh, das ist heute leider nicht so gut geworden, und ich gucke auf dieses Video und denke, hey, das ist doch voll gut. Ich habe genau das Gleiche bei meinem Video heute geschrieben.
dann muss mir irgendwie ein Licht aufgehen. Ah, okay, also bei dem anderen stört mich das gar nicht so. Das heißt, okay, das heißt, bei mir ist es auch nicht so schlimm. Ah, geil, okay. Genau, das ist, so würde ich es beschreiben erstmal. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Gibt es für dich so wie so Durchbruchsschwellen, wenn man beginnt mit Videos zu arbeiten und Videos selber aufzunehmen? Weißt du, so Meilensteine? Ja, also das sind unterschiedliche Stellen. Also ich hatte jetzt welche dabei, die waren noch nie auf Facebook, die waren noch nie auf YouTube. Und für die ist es natürlich ein riesen Durchbruch, auf einmal in Facebook in der Gruppe zu sein und das allererste Video irgendwo online rein zu posten. Also das ist ein riesen, riesen Meilenstein. Also das sind die Menschen, die am Ende völlig hin und weg sind und einfach sich tierisch freuen, dass sie diese Hürde genommen haben und das gar nicht so schwer ist. Also am Ende haben die meisten Bock, mehr Videos zu machen. So, das würde ich sagen, ist so die größte Schwelle, dieses erste Video online zu stellen. Dann die nächste Schwelle ist, Leute haben schon mal ein Video gemacht, haben das vielleicht mal online gepostet, aber eher weniger, vielleicht auch noch gar nicht. Und posten jetzt in diese Gruppe ihr Video, wo es ja um Video geht. Also das ist auch nochmal eine Schwelle, also dieses allererste Video dann zu posten. Also nicht dieses allererste Video, aber das erste Video jetzt in diesem Rahmen. Wir In machen dem jetzt Kontext. bessere Videos, genau. Und also das sind so die größten Schritte. Und der dritte, würde ich sagen, ist dann die Regelmäßigkeit. Also dann wirklich. Weil danach ist einfach Freude, also die Leute haben einfach Bock und freuen sich dann auch wirklich mit dem Team zu kommunizieren und so, hey, guten Morgen Team und so, und dann ist die Freude da, dann passt es. Und dann ist wirklich die Herausforderung, am Ball zu bleiben. Also ist das quasi ein Kick und eine coole Erfahrung und dann fällt es wieder, weil danach bist du ja selber verantwortlich. Also danach kannst du es machen, aber weißt ja auch selber. Also die erfolgreich sind, wie auch immer man Erfolg jetzt definieren möchte, aber sind meistens die auch in schweren Zeiten oder in Krisen entweder sich anpassen können, dranbleiben, nicht aufgeben und Wege finden, ihre Art und Weise weiterhin zum Ausdruck zu bringen. Und wirklich jede Woche oder meinetwegen einmal im Monat ein Video zu machen, dann, das ist eine Herausforderung. Und das Ja, zu schaffen, das ist ein Meilenstein. verstehe. Also wenn man das Ja, schafft, das ist krass. das stimmt. Da können wir gleich den Punkt vom Anfang jetzt mit reinnehmen. Was ist denn für dich ein hochwertiges Video? Ich sehe schon meine Hörerin, wie sich so zusammenzieht, weißt du, so. Okay, jetzt geht es also nicht nur um irgendwie ein Live-Video, was ich mal schnell mache, sondern hochwertiges Video. Ja, also für mich ist eine technische Komponente wichtig und das ist der Ton. Also da muss man wirklich sagen, wenn der Ton nicht in Ordnung ist, dann braucht man kein Video zu machen. Was nicht heißt, dass man nicht anfangen sollte und sich das anguckt und dann merkt, ah, an der Stelle kann ich noch was machen. Und ich kann sagen, von 100 bis 200 Leuten, die jetzt mein Kameraspiel machen, habe ich ein bis zwei Personen, wo ich über den Ton spreche, dass wir das verändern müssen. Ne? Also, jetzt den Maßstab jetzt nicht zu hoch stellen. Also jedes Handy in einem ruhigen Raum hat einen guten Ton. So. Das heißt, hochwertig ist für mich, ich kann die Person verstehen, ganz wichtig, einfach nur noch mal als Beispiel. Wenn wir einen Radiosender einstellen und wir kriegen nicht richtigen Empfang, das halten wir nicht lange aus. Oder wenn die Stimmt. Telefonverbindung oder Zoom-Verbindung nicht gut ist, dann sind wir ganz schnell weg. Das heißt, ich kann das schönste Bild haben, ich kann die schönsten Inhalte haben, aber wenn der Ton nicht passt, wird niemand das Video leider sehen. Das heißt, die Stimme sollte gut verständlich sein, das ist für mich wichtig. Und dann einfach herauszufinden, und das ist wirklich ein Prozess, wo man selber sich ein Stück weit kennenlernen muss, was hilft mir selber, vor der Kamera entspannt zu sein? Und das kann für den einen sein, dass er sich einfach ein paar Notizen aufschreibt, das kann sein, wirklich einen ganzen Text vorzuschreiben, das kann sein, das in einem Dialog zu machen, das heißt, ich spreche gar nicht in die Kamera, sondern ich habe eine andere Person da und ich spreche zu der Person. Das heißt,
dass ich als Zuschauer merke, da macht sich jemand vor der Kamera nicht fertig, sondern da achtet jemand auf sich selber und guckt, okay, vielleicht habe ich einen Kaffee da stehen und trinke einfach mal einen Schluck Kaffee kurz zwischendurch und halte ganz kurz inne. Oder wenn ich den roten Faden verliere, dann kurz das anzuerkennen und sagen, okay, ich habe gerade den Faden verloren, gib mir mal kurz eine Sekunde. Ah ja, genau, da geht's weiter. Oder jetzt draußen der Rasenmäher da nicht zu versuchen, irgendwas zu verstecken, sondern einfach das anzusprechen und zu sagen, ey, ich habe hier gerade einen Rasenmäher, ich kann das gerade einschätzen, ihr könnt mich verstehen, lasst euch davon nicht ablenken. Also sozusagen gut mit sich selber zu sein und sich gut um sich selber zu kümmern, um ein gutes Vorbild zu sein und sich nicht diesen Perfektionismuswahn zu haben, so. Und klar, dann kommt so ein bisschen mehr der inhaltliche Aspekt in einem Video jetzt nicht die ganze Zeit alles auf sich zu beziehen. Also ich mache jetzt ein Video, weil ich das so geil finde und ich erzähle euch jetzt mal, ich habe hier, weiß nicht, die neueste Technik und ich finde es hier alles super cool und ich zeige euch mal, wie toll mein Leben ist oder ich therapiere mich selber, weil ich euch jetzt meine ganzen Probleme erzähle oder keine Ahnung. Das wäre jetzt nicht so mein Verständnis davon, sondern mehr dann auch wirklich zu gucken oder zu beobachten. Also das kann ja ein Anfang sein, dass ich habe gerade, also oft ist ja die Frage, entweder ich habe super viele Themen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, oder niemand interessiert sich für das, was ich zu erzählen habe. Und an der Stelle ist es natürlich erstmal wichtig zu beobachten, was oder wer sind denn die Menschen, die mir zuhören und in was für einen Dialog kann ich da gehen? Wo gibt es eine Ebene, wo ich was beizutragen habe? Und wer sind eigentlich die Menschen, die mir da zuhören oder zugucken? Und das kann man natürlich nur herausfinden, wenn man ein paar Videos macht. Das heißt, die ersten Videos gehen vielleicht in verschiedenste Richtungen. Die ersten Videos sind vielleicht so, dass ich erstmal erzähle, okay, das ist mein erstes Video heute und wow, ich bin mega aufgeregt. Ich mache Videos und ich werde hier einfach jede Woche ein Video posten und euch ein bisschen was erzählen über was ich so erfahren habe. Und das ist mir völlig klar. Aber so als Grundausrichtung, sobald es ein paar Zuschauer gibt, und das können ja auch nur zwei, drei Personen sein am Anfang, einfach zu motivieren, ey, wie fandet ihr das Video? Was interessiert euch? Wo war eine Stelle, wo ihr wachsam wart? Wo habt ihr gelacht? Worauf habt ihr Lust, das nächste Mal im Austausch zu sein? Also zu gucken, einfach, vielleicht kann man über E-Mail in Austausch gehen, über YouTube-Kommentare, Facebook-Kommentare, einfach lauschen und wirklich nicht einen Monolog draus machen, so. Und das sind, würde ich sagen, so die wichtigen Aspekte. Also guter Ton oder, also nicht jetzt übertreiben, aber dass man gut zu verstehen ist, gut zu sich selber zu sein vor der Kamera und im Dialog und Austausch zu sein mit den Personen, mit denen man gerne im Austausch sein möchte und wirklich daraus, auch wenn es quasi nur eine Kamera ist, aber einen Dialog machen. Nur so erfährst du ja auch, was die Menschen, die dir zuhören, überhaupt bewegt. Alles, Entschuldigung, alles vorher ist ja ein Best Guess. Ja. Ja, das stimmt. Ich mag mit dir noch mal reingehen in diese große Falle des Perfektionismus und die Angst, Fehler zu machen, die Angst, irgendetwas falsch zu machen. Und dann sieht es die ganze Welt und die Ja. Welt geht unter. Hast du da so ein paar, weiß ich nicht, Quick-Tipps für die, die gerade zuhören und sich denken, ja, ich würde ja so gern, aber ich mache es, ich habe den Anspruch, es gleich richtig, richtig, richtig gut zu machen und vorher starte ich nicht. Ja. Also zum einen finde ich, hilft es, wenn man sich einfach vorstellt, dass diese Stimme ein Bösewicht ist und dem irgendein Gesicht zu geben oder sich eine Puppe zu kaufen oder irgendeine Figur also das hilft einfach erstmal, das von ich bin das und das ist die Realität zu, das ist einfach eine fucking Stimme, die ist bescheuert und die ist überhaupt nicht real. Und dann kann man sich, finde ich, auch ganz gut fragen,
oder das mal so vorzustellen, wenn das jetzt eine andere Person ist, also eine gute Freundin jetzt zum Beispiel. Und ich kenne jetzt die Freundin und weiß, was für Herausforderungen sie hat, dieses Video zu machen. Und sie geht jetzt diesen Schritt und postet ihr erstes Video online irgendwo. Und worst case, es würde jetzt jemand irgendwie blöde Kommentare schreiben oder so. Wie asozial ist das? Also was für eine Art von Miteinander ist das? Also A, habe ich überhaupt gar keinen Bock, irgendein Verhältnis mit dieser Person, die blöde Kommentare schreibt, zu haben, weil das einfach respektlos ist. Und da ist null Anerkennung für, da hat jemand etwas Neues ausprobiert und niemand, der irgendwas zum ersten Mal macht, ist perfekt darin oder ist top. Das sind immer Fehler und es ist so einfach, bei irgendjemand anderem einfach die Scheiße zu suchen und den klein und fertig zu machen. Es ist viel, viel schwerer anzuerkennen, wo die Person steht und zu sagen, ach cool, ja, zum Beispiel, mir ist aufgefallen, dein Ton ist nicht so gut. Hast du schon mal überlegt, dieses Mikrofon zu kaufen? Das nutze ich gerade. Probier das doch mal aus. So, weißt du, also das ist ja eine ganz andere Haltung. Das heißt, diese Angst vor schlechten Kommentaren ist in dem, wenn man das sich mal überlegt, eigentlich, oder es ist Quatsch, weil das sind Menschen, mit denen wollen wir gar nichts zu tun haben, die einfach nur uns kaputt machen wollen. So, die gibt es ja leider. Nichtsdestotrotz in der Realität, so oft tauchen sie nicht auf. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal bei YouTube guckt, im Schnitt gibt es immer 10% Dislikes und 90% Likes. Das ist einfach, also das kann man eigentlich bei jedem Video beobachten. Es gibt natürlich jetzt zum Beispiel Thema Impfen oder brisante Themen, wo es einfach die Gesellschaft spaltet, sind das andere Verhältnisse. Aber das ist so ein Grundding. Also man kann immer von ausgehen, dass ungefähr 10% findet einen nicht so gut. Und nee, jetzt habe ich den Faden verloren, warte Es ging um die nicht so guten Kommentare. mal. Es ging ja darum, Perfektionismus, da habe ich den Genau. Bogen ein bisschen zu groß gespannt. Genau. Ach genau, also konkret, was kann man machen, wenn jetzt die ersten Schritte kommen? Also zum Beispiel wäre das eine Sache, nicht das erste Video jetzt auf Facebook oder auf YouTube zu posten, sondern wenn man jetzt so ganz scheu ist und erstmal auch seine Stimme ganz unvertraut findet, was ja oft der Fall ist, dass man sich so fremd vorkommt, einfach anzufangen, zum Beispiel über WhatsApp oder Telegram oder iMessage, welchen Messenger auch immer jetzt auf dem Handy man hat, mal anzufangen, Sprachnachrichten an die Familie zu verschicken oder an Freunde. Weil das so, finde ich, ein ganz softer Einstieg ist, sich selber aufzunehmen. Das ist erstmal eine bekannte Person, das heißt, da ist auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis. Und es ist erstmal auch nur die Stimme, also nicht das Bild. Und meistens, oder man kann ja immer sich selber dann auch nochmal hören, wenn man die Nachricht verschickt hat. Und kann einfach da sich so ein bisschen eingrooven, ja, und sich selber lieben und merken, okay, das bin ich, so klinge ich, das ist meine Stimme, so klingt die für andere total normal, für mich noch nicht, aber mittlerweile, ne, gewöhnt man sich dann dran. Und wenn man das irgendwie damit cool ist, dann hat ja auch niemand gesagt, dass man das Video irgendwie öffentlich stellen muss. Also man kann doch einfach auch da einfach erstmal ein Video aufnehmen und von vornherein sagen, das werde ich nie veröffentlichen. Ich werde dieses Video einfach für mich machen. Ich gucke mich einfach mal an und probiere das mal aus und vielleicht zeige ich das mal irgendwie einer Freundin oder so. Aber ich stelle mich gar nicht erst hier hin und sage, das geht raus, sondern ich mache das für mich. Das ist mein kleines Spiel, meine Challenge. Und dann der nächste Schritt wäre zum Beispiel, okay, ich habe jetzt ein Video aufgenommen und ich zeige das mal einem Personenkreis, die mich gut kennen. Und das könnte jetzt, wenn ich ein Business habe zum Beispiel, muss ich ja nicht auf Kaltakquise, ist eigentlich auch ein furchtbares Wort, das ist total falsch, total dumm. Aber ich muss ja nicht an Menschen schicken, die mich noch gar nicht kennen, sondern ich kann es ja erstmal an meine E-Mail-Freunde schicken und die mich kennen, die wissen auch durch die Vergangenheit, dass ich vielleicht angekündigt habe, ich mache das jetzt, was für eine Herausforderung das für mich ist und eine Anerkennung haben, dass ich jetzt mein erstes Video mache. Und so sich einfach Stück für Stück dahin zu arbeiten. Und wenn ich jetzt mal ein Video meinem Freundeskreis gezeigt habe, dann ist der Schritt, das an die Öffentlichkeit zu geben, auch nicht mehr so groß. Also meine Antwort ist etappenweise, Schritt für Schritt. Ja,
Cool. Und irgendwie Stück für Stück den Radius erweitern. Ich meine, so ist ja irgendwie generell ein Lernprozess. Keine Ahnung, ein Baby sprintet auch nicht gleich 50 Meter, sondern versucht erstmal zu stehen und dann geht es an der Hand der Mama und dann geht es mal ein paar Schritte alleine. Und so ist das ja auch ein Prozess. Ja, ich würd noch dazu sagen, also ich komme immer so von diesem Anspruch, alles selber oder in einem sehr kleinen Team zu machen und weiß, dass es auch nicht nur konstruktiv ist. Also ein anderer Weg ist natürlich wirklich zu sagen, okay, ich hole mir jemand an meine Seite, der da Erfahrung hat und mache das mit der Person zusammen. Und die unterstützt mich einfach an der Stelle und habe da professionelle Hilfe. Weil das ist ja jetzt nicht nur Technik einstellen, sondern die Unterstützung ist ja auch eben genau auf dieser ängstlichen Ebene von, ist es jetzt gut, ist es nicht gut? Und da ist dann wirklich eine Person, kann dann sagen, ja, das war gut, das passt so, das kann ich gut zusammenschneiden oder ich verstehe das, was du da sagst, das können wir genauso stehen lassen, das ist gut. Und das ist was ich seltener mache, aber das ist nicht, also ich würde es empfehlen, also ich würde gar nicht sagen, es ist immer gut, diese ganzen Schritte alleine zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Und da ist natürlich der Sprung auch größer, ne? Also wenn ich mir sozusagen das Wissen mit reinhole, kann ich empfehlen, ich bin nur selber nicht so gut da drin. Und ich glaube, dass es den zumindest einen Teil von dem, was du gerade erzählt hast, nicht ersetzt, nämlich dieses, ich komme erstmal in Kontakt mit der Kamera und vor allem mit mir selbst, wie ich wirke im Video, wie meine Stimme wirkt. Also dieses spielerisch alles nicht tue und mich quasi kalt vor eine professionelle Kamera setze, das kann funktionieren, muss aber nicht. Ja, gebe ich dir völlig recht. Also hatte ich auch oft den Fall, dann war das Team da und also dann haben wir was zusammen erarbeitet, nachdem es Erfahrung mit professionellen Team gab. Und das ist ergänzend, also schließt sich nicht aus. Also das kann man Genau. ja quasi parallel machen. Ja, sowohl als auch. Ja. Magst du mal noch ein paar Worte sagen zu den Plattformen für Videos? Was siehst du da derzeit und vielleicht auch zukünftig irgendwie als nährende Plattform, als ja, vielleicht auch als wohlwollende Plattform? Also wie sieht es aus mit Facebook, mit YouTube, was weiß ich, LinkedIn, Instagram-Videos? Gib mir mal deine Gedanken dazu. Das ist ein bisschen schwierig. Ich weiß. Also ich poste jetzt wirklich nicht viel, deswegen kann ich gar nicht aus eigener Erfahrung so viel sprechen. Ich kann es jetzt beobachten von wo ich gerade arbeite und also meine grundsätzliche Erfahrung in sozialen Medien. Und also ich finde zum Beispiel Instagram Live finde ich sehr nah oder gefällt mir gut. Das finde ich ist noch, also da einfach ab und zu sich zu zeigen und eben in meiner Vorstellung von hochwertigem Video, das finde ich ist eine gute Plattform. Aber also ich würde eher sagen, so ein bisschen, was sind so die Qualitäten vielleicht von den verschiedenen Plattformen? Dann kann jeder für sich so ein bisschen sich da auch einordnen. Also zum Beispiel Facebook sehe ich mehr so ein Tagesgeschäft, also die Videos kommen ja und sind dann auch sehr schnell wieder weg. Das heißt, da zum einen finde ich das stark in Gruppen, also wenn man da eine Gruppe aufgebaut hat und entweder, dass die Gruppe untereinander sich besser kennenlernt oder ich halt bestimmte Impulse der Gruppe auch übermitteln kann. Und das geht sehr gut sowohl als Facebook Live-Video als aber auch ein aufgenommenes Video dann da reinzustellen. Die sind dann aber ziemlich schnell einfach weg. Also die sind natürlich da, aber die werden nicht mehr angezeigt. So. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel so Inhalte habe, wo ich bestimmte Sachen erkläre, also weiß nicht, ich sage jetzt einfach mal Massagetechniken oder was sind gute Tipps für XY, dann sind das ja Sachen, die sind mehr wie so ein Archiv zu verstehen, also die immer wieder gesucht werden und abrufbar
sind. Und dafür ist YouTube zum Beispiel richtig, richtig gut. Also zum einen ist es natürlich kostenlos, wie die meisten Sachen. Aber YouTube ist ja Google und Google ist die größte Suchmaschine. Das heißt, da werden die Sachen extrem gut gefunden. Was jetzt nicht heißt, dass dein Video, deine ersten Videos jetzt sofort gefunden werden. Also das muss man schon so verstehen. Also wenn man jetzt regelmäßig einen Kanal macht, Videos auf dem Kanal postest, dann dauert das ein Jahr oder so. Also das dauert einfach seine Zeit. Und also als Archiv finde ich YouTube sehr gut. Und was haben wir dann noch? Instagram hatte ich schon gesagt. LinkedIn bin ich sehr wenig unterwegs, aber LinkedIn versucht irgendwie mit Video auch gerade und auch mit Live. Also wenn man jetzt so mehr so im Businessbereich unterwegs ist, würde ich das als eine gute Chance einschätzen. Aber ich habe jetzt nicht richtig gute Erfahrungs, also ich habe keine Erfahrungswerte, aber ich weiß, dass da was passiert. Und ja, was haben wir noch? Also es gibt jetzt natürlich so Vimeo zum Beispiel, das sind dann mehr Plattformen, die sind zum Beispiel gut. Wenn man keine automatische oder natürliche Reichweite jetzt haben möchte, sondern man platziert auf YouTube, Vimeo, bezahlt man einen Account und hat dann ein Video dort liegen. Und mit diesem Video kann man ein paar mehr Einstellungen machen, also zum Beispiel, wie der Knopf aussieht oder ob es noch bestimmte Sachen im Video passieren. Und dieses Video ist dann eher dafür da, dass man das auf eine Online-Kursplattform, einfügt oder auf die eigene Website. Und hat so ein bisschen mehr Kontrolle darüber. Was ich aber insgesamt spannend finde, weil du ja auch meintest, so, was ist so dein Lieblings, Plattform, um Videos zu posten? Und da würde ich eine ganz andere Antwort geben und sagen, E-Mail, weil E-Mails sind einfach nach wie vor, zum einen haben wir das in der Hand, also YouTube kann immer deinen Kanal sperren, kann immer, ein Video sperren, kann immer irgendwas verändern. Und alle Leute, die du dort in deinem auf deinem YouTube-Kanal hast oder deinen Kanal abonniert haben, können morgen weg sein. Das heißt, wenn du wirklich Interesse hast, eine Beziehung aufzubauen mit den Menschen, die dir zuhören oder die Videos gucken, würde ich auf jeden Fall über den Kanal E-Mail gehen, dass du sie dort einsammelst und dort den Austausch hast. Und wenn ein paar über eine Plattform kommen oder du über Instagram welche hast oder so oder da im Austausch, das ist ja cool. Aber niemals die E-Mail ignorieren, weil da, egal was passieren wird, das sind deine Kontakte. Und egal welche Plattform morgen hip ist oder so, das bleibt immer Das bestehen. Und stimmt, ja. die Öffnungsraten sind immer besser als überall anders. Also meine E-Mail-Öffnungsraten sind ungefähr so 50%. Und ich weiß, dass ich in meiner E-Mail, die kann ich so gestalten, wie ich will. Das heißt, da gibt es nicht noch 10.000 andere Videos, nicht noch 10.000 andere Werbung, Links und dies und das. Und wenn YouTube morgen nicht mehr da wäre, was unwahrscheinlich ist, aber wenn es so wäre, dann könnte ich in meiner E-Mail übermorgen einfach auf irgendeinem anderen Videodienst mein Video packen und die Leute dahin schicken. Also insofern das nicht außer Acht lassen. Und so ein bisschen ist es egal, welches Plattform gerade hip ist. Ja, das stimmt. Ich meine, wir hatten ja was dieses Jahr, diesen Clubhouse-Hype. Ja. Und ich fand es krass, wie schnell es wieder weg war. Ja. Also ich fand es richtig spannend, weil da war ich Ja, auch es richtig war am cool. Start und habe auch wirklich spannende Leute kennengelernt. Und da sind auch echt, da sind wirkliche Sachen entstanden. Das fand ich richtig, richtig gut. Und genau, also trotzdem, wie du auch sagst, erstaunlich. Also ich war ganz, ganz doll drin und habe wirklich mit krassen Leuten da irgendwie Austausch gehabt und dann jetzt über gar nicht mehr. Also jetzt Gar bin ich nicht. komplett gar nicht mehr drin. Ja, So. super Aber gut, spannend. ich glaube, dass es viel auch mit Corona zu tun hatte, dass sich alle einfach so Bock auf Austausch hatten und das einfach voll in die Kerbe gehauen hat. Das stimmt, ja. Ich mag noch zum Abschluss ein bisschen in deine Art zu arbeiten und zu wirken reingehen. Das, was du uns gerade erzählt hast, vor allem das vom Kameraspiel, ist frei, ist kostenlos, richtig? Ja, im weitesten Ja, Sinne. im weitesten Sinne, genau. Ja.
bleibt es so? Warum ist es kostenlos? Wie sind deine Gedanken dazu? Ja, also ich meine, man muss ehrlich sagen, ein Stück weit ist es Selbstmangel. Also da nicht einen Preis für festzulegen oder eben auch mich selbst herauszufordern und zu sagen, okay, ist es das wert? Kommen die Leute auch, wenn es was kostet? Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es natürlich immer ein Stück weit diese Vorstellung oder auch der Wunsch, dass wenn der Wert erkannt ist, dann auch Geld zurückfließt und ich da das nicht die erste Priorität ist. Und das ist gerade so ein Mix, da bin ich auch am Finden. Also ich habe ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Also erstmal war es einfach kostenlos und das war auch genau richtig für den Zeitpunkt. Und jetzt bin ich gerade immer wieder am Gucken, wie ich das anpassen möchte. Also ich kann ja mal so ein bisschen den Weg beschreiben, weil da vielleicht auch andere Gern. oder andere sich da wiederfinden können. Also erstmal habe ich einen Online-Kurs gemacht auf Englisch, der für die ganze Welt sein sollte. Und ich habe keinen einzigen verkauft. Ich habe den, glaube ich, nicht mal online gebracht. Und ich habe ein halbes Jahr dafür Oh gearbeitet, den Mann, zu machen. ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, warte mal, irgendwie das Verhältnis stimmt nicht so ganz. Ich bin in Deutschland. Ich war zwar in Amerika, aber mit den Leuten, mit denen ich hier spreche, die wollen das gar nicht auf Englisch. Die können gar nicht Englisch. Und das macht gar keinen Sinn. Es macht viel mehr Sinn, das auf Deutsch zu machen. Und dann bin ich auf diese Challenge gekommen, die gab es in Englisch und fand das irgendwie richtig cool. Und dann habe ich angefangen, das anzupassen und auf Deutsch umzubauen. Und habe das einfach mal rausgeschickt, dass es jetzt dieses Kameraspiel gibt. Und auf einmal hatte ich 100 Anmeldungen. Und dann war es so, okay, cool, da ist Resonanz, geil. So, und dann. Und ich hatte irgendwie so die ersten paar Tage hatte ich irgendwie stehen und dann habe ich das halt über 30 Tage jeden Tag über Nacht gebaut. Und das hat mir total viel gegeben, weil da waren wirklich Leute, die hatten Bock und ich wusste, wo die gerade stehen und ich konnte das quasi mit denen zusammen erarbeiten. Und dann nach den 30 Tagen, also da waren es noch 30, jetzt sind es ja 10, haben einige gesagt, okay, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ich so, hä, wie geht's weiter? Keine Ahnung. Also, okay, dann, wenn wir weitermachen wollen, dann mache ich jetzt eine Mitgliedschaft. Und dann habe ich eine Mitgliedschaft gebaut und in die Mitgliedschaft habe ich halt verschiedene Kurse gemacht, wie baue ich einen YouTube-Kurs auf und so. Und die Mitgliedschaft war 35 € im Monat, glaube ich, am Anfang. Und das habe ich dann 3 Jahre so gehabt. Oder 2, ich weiß nicht genau. Und das war dann immer, ich habe dann immer das Kameraspiel gemacht und dann konnten am Ende, die Bock hatten, die weitermachen wollen, konnten halt in die Mitgliedschaft rein. Und ich habe aber gemerkt, irgendwie diese Mitgliedschaft, das ebbt irgendwie ab. Also man, das braucht halt sehr, sehr viel Energie über das ganze Jahr hinweg. Und ich möchte auch, wenn die Leute das irgendwie machen, dass sie dann auch richtig Bock haben und richtig dran am Start sind so. Und dann irgendwie bin ich bequem geworden, dann irgendwann habe ich die Leine gezogen, ich dachte, okay, nee, das geht nicht mehr. Also ich beende jetzt diese Mitgliedschaft. Mein Fokus ist jetzt wirklich auf diesen 2 Wochen und das mache ich irgendwie 2, 3 Mal im Jahr. Und das ist dann richtig geil einfach und dann ist auch gut. Und die war eben quasi an und für sich immer kostenlos. Und ich habe halt verschiedene Modelle gehabt, in die Mitgliedschaft dann zu gehen. Dann gab es zum Beispiel sowas wie, du kaufst den YouTube-Kurs für 250 € und dann hast du ein Jahr Mitgliedschaft mit inklusive und solchen Sachen. Das hat auch wahnsinnig, also das heißt wahnsinnig gut, stimmt nicht ganz. Also die Conversion Rate war auf jeden Fall gut, haben irgendwie 20% haben gekauft. Also das war alles gut, aber es war jetzt auch nicht insgesamt so viele von 100 Leuten, ne, oder 200, also 100 Leute haben abgeschlossen die Challenge meistens, also die Hälfte von denen, die ursprünglich sich irgendwann mal angemeldet haben, was auch gut ist, aber es war jetzt nicht ausreichend, um da jetzt für die Arbeit, die ich reinstecke, irgendwie wirklich gut zu leben. Und ich habe auch gemerkt, irgendwie das ist auch nicht so ganz stimmig, so. Weil ich ja diesen 2 Wochen, die ich da alles gebe, für die kann keiner was geben. Ich habe immer gesagt, ah, du fandst die 2 Wochen cool, ja, dann komm in die Mitgliedschaft für ein Jahr. Aber die Leute wollten teilweise auch gar nicht in die Mitgliedschaft für ein Jahr und haben dann aber trotzdem das gemacht, um mir was zurückzugeben, was ja auch cool ist. Also ist ja auch genau richtig, passt ja auch. Also das, ne? So, und das habe ich dann irgendwann Stück für Stück irgendwie bin ich dann dahinter gekommen, ah, okay, ich gebe den Leuten ja auch gar nicht die Möglichkeit,
für diese 2 Wochen, wo sie Ja. richtig geile Erfahrungen teilweise machen, mir Geld zu geben. Bescheuert, Ja. ja. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, man kann jetzt einfach, ich biete danach gar nichts mehr an, ich lasse diese ganze Mitgliedschaft, die ganzen Kurse, lasse ich alles weg. Es gibt einfach danach die Möglichkeit, was zurückzuspenden und habe, glaube ich, als ich damit angefangen habe, auch so 3 Stufen gemacht. Irgendwie so 120 Euro, 250 Euro und 490 Euro. Ich weiß nicht mehr. Irgendwie, ich dachte, oder ich weiß, es ist einfacher, wenn es irgendwie so 3 Stufen gibt. Da kann man einfach aussuchen, was für einen gerade passt. So, und es ist immer am Ende quasi Geld auch zurückgekommen. Und das war schon mal viel besser, weil jetzt war quasi, konnte man mir direkt was geben für die Challenge. Und was ich nach wie vor, also neben dem Mangel, den ich zum Anfang meinte, aber was ich nach wie vor richtig, richtig gut finde, ist, oftmals ist es ja leider so, dass wir irgendwie verführt werden, jetzt zum Beispiel einen Online-Kurs zu kaufen. Und es gibt die Sales-Page und es werden alle psychologischen Punkte und rationale Punkte einmal durchgearbeitet. Kennen wahrscheinlich viele auch von Nein-Zuhörern, wie man das alles aufbaut. Und am Ende steht dann noch nur für 3 Tage. Das heißt, kommt auch noch mal so ein Zeitdruck und sowas ist einfach, ich hasse das. Ich finde das so scheiße. Und das heißt, du wirst quasi rein manipuliert in, das ist geil. Manche sind ja dann auch gut, aber trotzdem das so zu machen, finde ich einfach nicht cool. Und dann bist du in dem Kurs drin und dann machst du irgendwie 3 Module von 6 und dann liegt der brach. Und das ist einfach Fail. So, und ich will jetzt nicht sagen, dass jemand, der einen Kurs macht, dafür verantwortlich ist, dass der durchgearbeitet wird. Auf keinen Fall. Da sind beide Seiten dran beteiligt. Aber meine Idee war, es ist doch viel, viel geiler, wenn ich die Leute in diese Challenge reinhole, ohne irgendwie Manipulation, was ich nie gemacht habe, einfach nur durch Empfehlungen kommen die einfach, weil die wissen, dass es cool ist. Und machen diese 2 Wochen. Machen die Erfahrung, die sie machen oder auch nicht, hängt von ihnen ja selber ab, ob sie jetzt sich da reingeben. Aber wenn sie sich reingegeben haben, wissen sie auch, was sie bewegt haben, was sie verändert hat. Und am Ende sage ich, ey, guck doch mal, was passiert ist. Was für einen Wert hat das für dich? Was willst du jetzt mir an der Stelle zurückgeben, wo ich dir gezeigt habe, dass du jetzt faktisch dich verändert hast? Und den Weg finde ich nach wie vor gut. Und so ist es im Moment auch, dass quasi zum Ende der Challenge sage ich hier, guck mal, hier hast du die Möglichkeit, überprüf doch mal, was passiert ist und guck mal, was du jetzt zurückgeben möchtest dafür, was es dir wert. Und wo ich jetzt gerade dabei bin, das ist vielleicht so der nächste Schritt, ist nochmal zu differenzieren, macht jemand das für sich persönlich so ein bisschen aus Spaß? Oder ist es eine Person, die ein Business hat, die wirklich das als Fortbildung für ihr Unternehmen sieht, ob Einzelunternehmen oder größeres Unternehmen? Und dann zu sagen, okay, wenn das beruflich ist, dann zahlst du aber vorneweg, dann ist es quasi nicht, dass du auf Spendenbasis das machen kannst, weil das ist einfach, unfair. Das macht dann keinen Sinn. Ja, und so, also ich spiele, ne? Also wie du siehst, ich spiel mit meinen Preisen, gucke irgendwie, was passiert und komme immer mehr dazu, meinen Wert an der Stelle anzuerkennen, weil ich das einfach sehe, wie die Leute sich verändern. Und es freut mich, damit Geld zu verdienen und gleichzeitig ist das nicht das Allerwichtigste, sondern eben, dass die Menschen wirklich eine neue Erfahrung machen. Cool. Danke auch für deine Offenheit und Transparenz, was diesen Weg angeht. Ich glaube, da können einige auch was mitnehmen, weil oft hört man das ja gar nicht so. Weißt du? Dann sieht man das fertige Ding und denkt, ah ja, das wusste der von Anfang an so, dass das genau so sein wird. Ja, ich habe noch was eingebaut. Das war in der letzten Runde Anfang des Jahres, es gibt ja bei Softwareentwicklung, immer wenn eine neue Software rauskommt, dann gibt es so Notizen, was wurde denn in dieser neuen Version hinzugefügt oder verändert. Und ich fand das irgendwie ganz spannend, weil es auch eine Art von Selbstwertschätzung ist, zu gucken, was habe ich denn alles im Laufe der Zeit gemacht. Und habe jetzt auf die Kameraspielseite das auch draufgeschrieben, Wie wirklich cool. mit jeder Spielversion, die rausgekommen ist, was hat sich so alles verändert. Und ich kann das nur empfehlen. Also das ist wirklich spannend, gerade wenn man
sowas hat, was sich immer wiederholt und wo es ja doch immer wieder Anpassungen gibt, das einfach, man muss es ja nicht auf die Internetseite schreiben, aber einfach für sich selber mal zu reflektieren und zu sehen, wie sich das entwickelt hat, ne? Also das macht Spaß. Ja, cooler Punkt. Muss ich auch mal machen. Ja. Ludwig, danke dir auf jeden Fall. Hast du eine Sache, die du zum Abschluss noch, wenn jetzt eine Zuhörerin alles vergisst, was du gerade gesagt hast, was gibst du ihr jetzt noch mit? Einfach anfangen. Also wirklich das Handy in die Hand nehmen, ein Video machen und einer Freundin schicken. Cool. Danke dir. Ich packe natürlich auch den Link zu deiner Internetseite und auch zum Kameraspiel, was ja wahrscheinlich sehr nah beieinander ist. Ja, einfach Kameraspiel, ist Ja, genau. super. In die Shownotes, sodass ihr jetzt, wenn ihr das hört, da auch mit reinspringen könnt. Wann gibt es voraussichtlich das nächste Spiel? Also ganz sicher im Februar, also oder Anfang nächsten Jahres. Und dieses Jahr bin ich gerade noch am Schauen, ob ich das noch einmal mache oder das vielleicht auf einer anderen Plattform mache. Bin ich noch mal am Gucken. Also auf jeden Fall Anfang nächstes Jahres ist sicher. Alles klar, cool. Dann danke dir für deine Zeit, für deine wertvollen Gedanken und praktischen Tipps. Das liebe ich ja. Gerne. Und ja, ihr, die hier zuhört, wisst Bescheid. Einfach mal machen. Und dann freue ich mich auf eure Rückmeldungen, auf eure Kommentare und wünsche euch einen wundervollen Tag.